Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tatsächlich, beschleunigen statt blockieren. Das müsste das Motto der Mobilitätspolitik in Bund und Land sein. Allerdings nicht so, wie es die FDP mit dieser Debatte und mit diesem Antrag hier im Landtag versteht. Die hessische FDP, die will ja nicht. Und jetzt hat die Ampel vorgelegt, und das ist ja das Begehren hier der FDP, ganze 30 Autobahnausbauprojekte vor, die zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt werden. Ja, hier in Hessen. Die gute Nachricht, die Länder haben ein Mitspracherecht. Die schlechte Nachricht, der grüne Verkehrsminister Al-Wazir gibt 23 von 30 Autobahnausbauprojekten des Bundes einfach so grünes Licht. Das wundert mich ja auch nicht. Schon beim Ausbau der A49, auch so ein Planungsdinosaurier aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, haben die Grünen nicht nur einen gesunden Mischwald, sondern letztlich auch den Klima- und den Trinkwasserschutz geopfert zugunsten milliardenschwerer wirtschaftlicher Interessen. Wir bleiben dabei, der Bau der A49, und das zeigt sich ja auch durch die Schadstoff- und Giftstofffunde, durch ein Trinkwasserschutzgebiet, der war, ist und bleibt ein gravierender Fehler. Das Mindeste wäre jetzt ein sofortiger Baustopp, so lange, bis ein Konzept vorliegt, wie der Wasserschutz einer ganzen Region gewährleistet werden kann. Also zu 7 Projekten an hessischen Autobahnen hat der grüne Verkehrsminister Bedenken angemeldet. 23 von 30 Projekten will er mehr oder weniger durchwinken. Da kann man sagen, der Ersatzbau an den Talbrücken der A49, gut, kann man drüber reden, geht noch in Ordnung. Über den Umbau von Autobahnkreuzen rund um Frankfurt kann und muss man sehr kontrovers diskutieren. Aber die A3 Offenbach-Hanau, die A5 vom Nordwestkreuz bis nach Friedberg achtspurig auszubauen, das ist nun wirklich aus der Zeit gefallen. Was ist denn die Konsequenz? In der Folge gibt es weitere Blechlawinen, die entstehen. Auch es wird weiter asphaltiert und betoniert. Und das Problem, Menschen, die zur Arbeit müssen, haben eben nicht genug Alternativen. Und statt die ohnehin schon am Verkehrsinfarkt leidende Rhein-Main-Region weiter zuzubetonieren, sagen wir, die Schiene muss Vorrang bekommen, Bus- und Bahnverkehr sollten ausgebaut werden. Und da müssen wir auch konstatieren, dass in 10 Jahren grüner Regierungsbeteiligung nicht eine Bahnstrecke im ländlichen Raum ausgebaut worden ist. Ich möchte zum Schluss aber noch zu einem anderen Punkt zu sprechen kommen, der in diesen Tagen die Republik doch sehr bewegt. Gestern fand eine Razzia statt gegen die Aktivistin der letzten Generation. Der Vorwurf lautet Bildung einer terroristischen Vereinigung. Seit Wochen überbieten sich, ja, dass das bei Ihnen Beifall findet, das glaube ich, da ganz rechts außen. Die CSU-Politiker überbieten sich seit Wochen mit Anwürfen. Es wird von einer Klimaraff schwadroniert, es wird von Terrorismus gesprochen. Man kann und man muss über die Aktionen der letzten Generation streiten. Ich kann jeden verstehen, der sich auch ärgert, weil er deswegen nicht zur Arbeit kommt. Aber, und das will ich deutlich sagen, aber Menschen, die sich für ein Tempolimit auf Autobahnen, für ein 9-Euro-Ticket und einen gesellschaftlichen Klimarat einsetzen, mit Terroristen gleichzusetzen, das ist unverhältnismäßig, das verschärft gesellschaftliche Konflikte und führt in eine Spirale immer weiterer Eskalation. Und wir dürfen doch nicht vergessen, dass die letzte Generation uns daran erinnert, dass es das Pariser Klimaabkommen gibt, dass es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz gibt. Und wer über etwaige Rechtsbrüche von Klimaaktivistinnen redet, der darf doch über die Brüche dieser wichtigen Verträge nicht schweigen, meine Damen und Herren. Und dann sagt der grüne Verkehrsminister Al-Wazir zur letzten Generation, Zitat, hört auf mit dem Quatsch. Er sorgt sich um die Radikalität der Klimabewegung. Wir Linken, das haben wir wiederholt gesagt, sorgen uns mehr um die Radikalität des Klimawandels und das Unvermögen der Politik im Bund und Land, die Erderwärmung Einhalt zu gebieten. Aber ich sage Ihnen, Herr Al-Wazir, Herr Staatsminister, hören Sie auf mit dem Quatsch, Autobahnen auszubauen und die Klimabewegung zu verunglimpfen. Und in einem Punkt, da könnten sich die Grünen hier in Hessen und auch die hessische FDP sogar ein Beispiel am wahnwitzigen Wissing nehmen. Nämlich auf keinen Fall bei seinem Faible für beschleunigten Betonausbau, sondern bei der Bereitschaft, den Dialog mit der letzten Generation zu suchen.
Ich fordere die schwarz-grüne Landesregierung auf, laden Sie doch die Aktivisten zu einem Gipfel in die Staatskanzlei oder in das Wirtschaftsministerium ein oder meinethalben sogar in die FDP-Parteizentrale. Aber reden Sie doch mit den jungen Leuten. Und wenn Sie schon mir oder Herr uns den Linken, Sie jetzt ganz ich komme zum Schluss, zum Schluss kommen. Genau, wenn Sie schon uns hier nicht glauben, dann würden Sie vielleicht im Gespräch mit den jungen Leuten verstehen, warum wir im 21. Jahrhundert vieles für den Fortschritt tun müssen, aber eines sicher nicht: Autobahnen ausbauen.